Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder ein kleines Kisten-Opening. Ich hoffe, ich krieg vielleicht endlich mal ein 475er Motorrad raus. Und dementsprechend waren wir letzte Woche wieder einen lustigen Mythic Plus Key unterwegs. Und zwar waren wir ein Riesenflöz 17er. Ah ja, an den kann ich mich noch grob erinnern. Ich hoffe, dass wir jetzt das Motorrad drin haben. Wir haben extra auf DD umgestellt. Ja, Wildheit und. Das sieht, nee, das sieht nicht nach Motorrad aus. Tempo-Crits kann ich nicht mehr so gebrauchen, ne? Ja, wieder mal nix. Das Ding kann ich halt so, wie es ist, nehmen und die Mülltonne klopfen. Aber wir haben ein paar Echos. 1700 Echos. Das ist erfasst sogar nochmal ein Vision Key, ne? Naja, können wir übrigens ein bisschen Gold mitmachen. Bisschen Visions boosten. Aus Spaß können wir jetzt noch die PvP-Kiste aufmachen und schauen, was da drin ist. Da brauche ich nichts draus und außerdem kriege ich da kein hohes Item raus, weil ich letzte Woche mein Cap über Inselexpedition gemacht habe. Ich habe da ein paar Leute PvP-Inseln geboostet. Was haben wir da? Ne, 45 Helm. Aber halt noch mehr Echos. Heißt, wir können da halt jetzt richtig, richtig viele Visions machen. Mittlerweile habe ich jetzt schon 44.000 Echos, obwohl ich mir letztens für 15.000 nochmal, wo ist es denn? Hier glaube ich, Zivilverwüstung Rang 3, ne? Habe ich mir auf beide Items drauf gebastelt. Aber ja, Echos kommen mir quasi zu den Ohren raus. Schade, wieder kein Motorrad. Ich würde das halt hier echt nur auf 475 brauchen. So als letztes Item in der Expansion. Naja, mal gucken. Vielleicht ist es ja nächste ID drin. Drückt mir da auf jeden Fall die Daumen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Items gekriegt habt. Außer ihr habt es für 75er Motorrad gekriegt, dann will ich es gar nicht wissen. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Tela. Bis dann. Ciao.